Dann müssten wir erstmal zusehen, dass der Dreck hier rauskommt. Dann müssen wir nämlich noch haben Dry Refined Iron hierfür. Und dann brauchen wir noch für den anderen Mist auch nochmal 2. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Ja, okay, das sollte langen. Das Badpack ist fast voll, das sollen wir jetzt auch erstmal langen. Das packen wir da gleich wieder ran. Und jetzt müsste hier hinten der Ofen loslegen. Sehr schön. Das ist alles gut. Und das ist gut, der ist auch in Arbeit, der ist gut bei. Dann werden wir jetzt erstmal die Batterie erstellen, die wir noch brauchen dafür. Einmal so. Etwas Zinn drumrum. 2 Redstone in die Mitte und dann haben wir die Batterie. So, er ist fertig. Sehr schön. Dann muss der mir jetzt mal ein bisschen Kohle fertig malen. Das machen wir nämlich nur das hier drin. Kann man das hier auch machen? Das scheint hier auch zu gehen. Da haben wir nämlich schon die Energie. Coal Dust. 3 Stück sollen mir da lang. Über mir reißen die anscheinend gerade die Bude ab. Zumindest machen sie einen Lärm, dass man das denken könnte. Und dann würde ich sagen, ist der hier noch am Laden. Dann können wir da jetzt nochmal das Badpack reinschmeißen und uns den Rest an Energie rauslutschen eben fix. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fertig. Gut. Der hat hier noch ein Koks drinne, das langt mir auch erstmal. Gut. Soll heißen, wir machen uns erstmal ihn hier fertig. Ach, das ist das HV-Kabel, genau. Halt, nein, so hätte ich das gerne. Und den da drunter, dann haben wir den Generator. Dann brauchen wir als nächstes davon 2. 2, 2, 2 und links und rechts noch 2 Redstone. Dann haben wir die beiden Electronic Circuits fertig. Dann haben wir den Coal Dust und wir haben Glas. Das soll heißen, wir haben alles dabei für die Dings. Ich meine, das war so rum. Und Kohlenstaub geht hier mit rein. Und dann haben wir das Solar Panel. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Buttbox. Die müsste gewesen sein, indem wir, lasst mich nochmal gucken, 3 Batterien, dann war da unten und in den Ecken war das Holz. Das ist alles gut, das ist auch nicht weiter schwierig. Wir brauchen nur noch wieder Holz. 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 Ich und Holzbretter, da reichen mir 10 Stück. So, dann müssten wir jetzt erstmal wieder. Nein, halt, ich möchte 3 Stück haben. So, dann machen wir das da und dann machen wir das da und dann machen wir das da und dann machen wir das so. Und dann kam hier oben drauf das Kupferkabel und in den restlichen Feldern kam das Holz. Holz der Teufel. So, dann haben wir das. Wir haben die Solargeschichte und oben ist schon wieder Nacht. So, soll heißen, wir können eigentlich. Lasst mich nochmal was anderes nachsehen. Ich brauche den Wrench. Das ist jener hier. Den macht man daraus und der wird hergestellt aus Bronze. Wir haben Bronze, stellen wir her. Aus Bronze Dust. Und Bronze Dust kriegen wir daher. Konnte man Bronze nicht auch Das müsste ich mal eben einmal ausprobieren. Das sollte nämlich auch funktionieren, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Das soll mir schon reichen. Copper und Copper Ingot. Alles klar, dann machen wir das mal hier. Machen wir das mal so. Und dann müsste das jetzt. Verdammte Scheiße, es geht nicht.
schade. Oder war das andersrum? War das so? Das war auch nicht so rum. Ja, dann müssen wir mal gucken. Bronze, müssen wir das für malen? Bronze Blend bekommt man aus Bronze. Toll. Wahnsinnssache. Induction Smelter. Den können wir auch noch mal irgendwann bauen. Bronze Dust, Bronze. Das heißt, wir müssen den ganzen Scheiß pulverisieren. Huch. Na gut, dann machen wir das mal. Mach doch mal jenen hier klein und dann nehmen wir das hier auch noch wieder raus. Und das kannst du dann gleich hinterher schmeißen. Dann haben wir da jetzt 4. Dann brauchen wir nochmal 2. Ach nee, da haben wir 5. Und jetzt noch einen, dann haben wir 6. Das soll dann langen. Und dann brauchen wir jetzt noch 2 Zinn damit rein. Die ziehen wir da auch mal fix durch. 1. Und 2. So, aber nun sollte das funktionieren, indem wir 1, 2, 1, 2, 2 und war das hier? Es war hier. Das gibt nur 2 Bronze-Dust. Da bin ich wirklich so... Ach nee, das war im anderen Modpack. Da gab es eine andere Möglichkeit. Da hat man nämlich einfach hier, hier und hier das Kupfer reingepackt und hier kam Zinn rein. Und dann kam man da mit 4 Bronzebarren, kam man da dann wieder raus. Das war... ist wesentlich angenehmer, muss ich sagen. Das ist hier die reinste Materialverschwendung. So, dann brauchen... wie viel brauchen wir denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 6 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen nochmal diese fertig plus ein Zinn. Hoffentlich reicht diese, dann reicht der Saft in der Maschine hier. Müssen wir mal gucken. Das können wir gleich... oh, na, oben ist noch Duster, dann lohnt es noch nicht, das Solarpanel aufzustellen, damit der schon mal laden kann. So, das kann raus und wir brauchen einen Zinn, den können wir da reinschmeißen. Machen wir da jetzt nochmal. Komm jetzt, meine ich schlepp auf die letzten Meter jetzt hier. Pulverisiertes Zinn. So, 1, 2, 3 und halt. Bronze Dust. Gab das so rum was anderes? Nein, gab es auch Bronze Dust. So, jetzt haben wir 6 Bronze Dust. Sehr schön. Die schmeißen wir da mal rein. Wie viel Saft hat er noch? Reicht noch. Und dann können wir uns den Wrench machen. Den Electric Wrench. Electric Wrench können wir auch gleich machen. Das ist noch eine Batterie, die wir brauchen. Das haben wir noch alles für da, wie mir scheint. Und dann werden wir uns gleich noch ein bisschen Kupfer machen müssen. Weil wir keine Dings mehr haben. Metallerze, hat er hier noch was? Metallbarren. Goldbarren, Silber, Eisen, wir haben kein Kupfer mehr. Scheißendreck. Da legst die nieder, sag ich dir. So, der pumpt hier fröhlich weiter, das ist ja auch mal ganz gut. Ist hier noch irgendwas an Kupfer? Ne, wir haben jetzt haben wir, erst haben wir Zinn gesucht für die Bescheuerten, jetzt haben wir keinen Kupfer mehr. Das ist ja hier der, man könnte fast sagen, der Oberhammer. Aber vielleicht hat er oben hier schon was rausgezogen in unseren Quarry und das nur noch nicht nach unten gepumpt. Aber das müssen wir dann sehen. Jetzt muss das nur noch mal immer wieder hell werden da oben. Ah, in dem anderen Modpack konnte man später auch noch mit dem, nicht mit dem gebratenen, sondern mit dem verrotteten Zombiefleisch, konnte man später auch noch Talg draus machen und da Kerzen draus gießen. Das ist auch wahnsinnig praktisch, muss ich sagen. Also das andere Modpack ist technisch gesehen wesentlich besser. Kann man viel mehr Sachen mitmachen. So, was haben wir denn hier noch drin? Sticky Resin haben wir hier noch drin, den können wir nochmal gleich einschmelzen. Da haben wir noch ein paar Kupferkabel, die können wir dann auch nochmal benutzen. Haben wir hier noch irgendwo vielleicht ein paar Kabel. Dann brauchen wir nämlich kein Kupfer mehr. Nee, das ist da und das ist da. Das ist
Ne, schade, dann haben wir nichts mehr da. Pflastersteintransportrohre. Da können wir demnächst auch noch was mitmachen. Da habe ich auch schon eine Idee, was wir damit machen. So, was haben wir hier? Pulverized Lead haben wir hier noch. Holzkohle hätten wir noch. Kohle haben wir hier auch noch rumeiern. Die können wir gleich mal wieder hier hinten reinfeuern. Die hat er nämlich oben aus dem Quarry rausgezogen, denke ich mal. So, solange das jetzt noch nicht ganz hell wird, es wird schon etwas hell, aber eben noch nicht ganz da oben, das sieht man ja schon. Können wir hier unten nochmal einmal gucken, wie voll die Fässer inzwischen sind, ob da noch Nachholbedarf ist. Ne, einer ist voll von der Erde, das war ja schon so. Kies und Cobblestone ist noch reichlich Platz vorhanden. Dann müssen wir mal einmal gucken, ob er oben schon ein bisschen Kupfer hat und dann werden wir auch schon mal die Solargeschichte setzen. So, bist du ein Creeper? Du bist ein Creeper. Geh weg, du Sau. Ich räume mich jetzt erstmal aus dem Weg, nicht dass du uns jetzt hier gleich unsere Bude sprengst, die wir hier mühsam aufgebaut haben. Creepy! So, den Enderman habe ich gerade eben absichtlich ignoriert, damit ich mich erstmal um den Creeper kümmern kann. So, wo machen wir das denn jetzt am dümmsten? Ich würde mal fast sagen, wir setzen die Solargeschichte. Würde ich jetzt mal sagen, die setzen wir mal hier oben hin. Da hätte ich die ganz gerne. Und dann hätte ich nämlich jetzt hier unter gerne die Buttbox. Da geht's rein, da geht's raus. Er lädt, wie man sieht, sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt unten anfangen, den Scheiß abzubauen. Ach nee, ich wollte ja gucken, ob hier noch Kupfer drin ist. Verplant, wie er immer wieder ist. So, hat er hier auch was rausgezogen? Da hat er Kupfererz, hat er da schon mal rausgezogen. 8 Stück, das ist sehr schön. Das können wir jetzt gerade gut gebrauchen. So. Na, komm runter. So, genau. Das wirst du mir jetzt mal pulverisieren, mein Bester. Damit wir hier so ein bisschen Energie erstmal einsparen. Hat er hier noch was drin hier hinten? Bisschen was hat er noch. Und da hat er die Bronze fertig. Die werden wir dann gleich mal fertig machen hier. Zu einem Wrench. So, und von dir hätte ich jetzt ganz gerne erstmal dreimal pulverisiertes Kupfer. Wenn du das dann mal irgendwann fertig kriegst, wäre das dann sehr schön. Lieber Pulverizer, sieh mal zu. Hallo. So ist brav. Wieso waren da jetzt... So, das feuern wir jetzt da mal gleich rein, dann haben wir das nämlich auch soweit fertig. Und dann können wir da jetzt uns den Kram fertig machen, den wir jetzt noch brauchen. Die Batterie haben wir fertig, den Wrench haben wir fertig, dann brauchen wir nur noch den... Na komm, den Chip brauchen wir jetzt nämlich nur noch, genau. Zack, zack, zack. Und isoliertes Kupfer. Da machen wir uns 6 Stück von fertig. Und dann merkt er gerade, dass er mal wieder kein Eisen dabei hat, was er noch haben muss. Das kommt da auch rein. Du kommst mit. Dich feuern wir jetzt erstmal hier rein. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Genau wie das, was hier hinten jetzt fertig ist. Und den nehmen wir auch erstmal weg. Soll heißen, der kann da erstmal rein und da ist das Eisen fertig, sehr schön. Und dann können wir hier nochmal, wo haben wir es denn?